Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Dass Sie heute Abend da sind, zeugt von einem starken Überlebenswillen. Vielleicht sollten wir gleich zu Beginn einen Beauftragten für unamerikanisches Verhalten wählen, meine Damen und Herren. Die Hymne war etwas versaut. Ja. Wir haben sie eher noch von Jimi Hendrix in Erinnerung, mit dem großen Gequietsche. Ja, vielleicht machen Sie das in der zweiten Reihe hier, die beiden Damen, ja quasi Anti-Amerikanismus-Beauftragte, wenn ich irgendetwas sage, was der deutsch-amerikanischen Freundschaft in den Rücken fallen könnte, wenn irgendetwas hier nicht rückhaltlos, also im freien Fall solidarisch ist, meine Damen und Herren, dann müssen Sie sofort intervenieren, marschieren Sie ein. Ja. Sofort die Hymne, meine Damen und Herren, also die, so geht's nicht wahr? Wir haben hier heute Abend nicht mit Stars and Stripes dekoriert, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Wir haben es etwas neutral gehalten. Hier der Tisch quasi ganz in Weiß. Das ist sehr neutral, sehr nachdenklich. Weiß ist die Farbe, die nachdenkt. Ein abendländisches Arrangement. Kein Brot, aber Wein. So viel Abendland muss sein, auf jeden Fall. Und wir sind nicht wehrlos, meine Damen und Herren, sehen Sie hier, die österreichische Reichskriegsflagge. Schauen Sie genau hin, ein weißer Adler auf weißem Grund. Das wehrhafte Abendland. Ansonsten stecken wir natürlich tief in der Nachdenklichkeit. Hat es noch Sinn? Dürfen wir überhaupt weitermachen? Sie gestatten, dass ich die Speisekarte öffne. Was tun? Wirklich Schluss mit lustig, Ende der Spaßgesellschaft? Nein, tönt es aus dem Unterholz des deutschen Blätterwaldes. Nein, ruft die Bildzeitung, Satirebefehl. Meine Damen und Herren, die Bildzeitung rief, Harald, wo bist du? Und meinte uns alle, ihr Satiriker habt die Aufgabe, die Freiheit des Westens zu verteidigen. Das ist die Freiheit zum Witz, die Freiheit zum Zynismus und die Freiheit zum Gag, nicht wahr? Das sollen wir verteidigen, diese Aufforderung, meine Damen und Herren. Die höre ich mir nur einmal an, das machen wir sofort. Ihr Leben geht weiter, alles ganz, ganz normal, kein Problem. Wir haben alles im Griff. Der Spaßreaktor, der Dudelreaktor ist längst wieder hochgefahren. Alles wieder ganz normal. Auch die Bildzeitung, meine Damen und Herren, das war nur ein paar Tage so, dass da Stars and Stripes und Trauer auf der ersten Seite, dann hat es schon wieder unten drunter rumort, erste kleine Ausbeulung des Titelblattes und dann waren sie wieder da, unsere täglichen Brüste, meine Damen und Herren. Ich war so, hatten wir uns so dran gewöhnt mit dem kleinen Roman für zwischendrin, zum Beispiel Sonja hat ein Problem, Sonja hat ihren Pullover verloren, Sonja hat ihren Pullover verloren und es wird Herbst. Frauenprobleme und schräg oben drüber. Schräg oben nur bereits Bin Laden, der große Schwarmgeist. Der freut sich auf den Winter am Kaiberpass. Denn der Winter kämpft auf Seiten der Mujahedin. Ja, das ist Bild, wie es leibt und lebt. Leppe geht weiter, meine Damen und Herren. Es ist alles wieder ganz normal, ganz normal. Nur Hollywood hat ein Problem. Hollywood ist ja unsere Traumfabrik. Die Träume der Bedrohung, die Träume der Erlösung, der Rettung. Oh, Heavenly Salvation, Sie kennen diese Filme ohne Handlung, aber schnell nachzuerzählen. Es geht um alles. Armageddon, die Endschlacht. Ein glühender Asteroid rast auf die Erde zu. Er glüht im luftleeren Raum. Was machen die Amerikaner? Erste Meteoriten schlagen schon in Europa ein. Paris, futsch. Die Amerikaner rekrutieren eine Ölcrew von der Plattform, schießen sie ins All, die landen auf dem Asteroiden, bohren im luftleeren Raum Löcher in den Asteroiden und dann sprengen sie ihn und die Trümmer fliegen knapp an der Erde vorbei. Nochmal gerettet. Das sind die Bedrohungsszenarien, die Hollywood vorgespielt hat. Jetzt mit dieser Katastrophenkonkurrenz hat niemand gerechnet. Hollywood, schrieb die Süddeutsche Zeitung, hat Dokumentarmaterial bekommen.
Ei, wie war das früher schön, als King Kong noch da war. King Kong aus dem dunklen Herzen Afrikas kam er nach New York, brach aus und dann kletterte er auf das Empire State Building, nach wie vor das höchste Gebäude in New York, meine Damen und Herren, und hat oben an der Spitze gerüttelt, dass die Grundfesten der amerikanischen Gesellschaft erschüttert wurden. Das war das Verdrängte, das schwarze Dunkle aus dem tiefen Afrika, das da auf die amerikanische Zivilisation losging. Und wissen Sie, wie es ausging? King Kong wird abgeschossen, vorher noch diese kleine Flirtszene mit der weißen Frau, diese Hand, diese große Affenhand. Und da die kleine weiße Frau, nicht wahr, dass dieser Flirt, aber es kommt nicht zum Äußersten wegen der Größenverhältnisse. Unglaublich. Gut, King Kong tot, Klappe zu, Affe tot, Rettung im Kasten. Amerika ist immer bedroht von oben, denken Sie, Aliens am Independence Day. Schlägt Amerika zurück gegen die Aliens, die bereits das Weiße Haus... Amerika schlägt zurück mit einem Nostalgie-UFO aus der historischen Sammlung des CIA. Greift die Aliens an, schlägt sie zurück. Amerika ist gerettet. Wir wissen das, meine Damen und Herren. Die Amerikaner wissen das auch. Die Welt wird untergehen, aber Amerika kann gerettet werden. Hinter diesem Weltbild verbirgt sich eine gewisse Schwäche in Geografie. Was sagt unser Amerika-Komitee? Soweit okay? Ja, ich gerade hier. Ich darf weitermachen, meine Damen und Herren. Das war das Zeichen. Weitermachen. Ja, die Schwäche in Geografie, damit wären wir schon in Amerika beim Herrn Präsidenten Bush, meine Damen und Herren, dessen Sicherheitsberaterin Condoleezza heißt. Sie hat ihn gefragt, Mr. President, kennen Sie die Länder, die Sie jetzt bombardieren? Und er hat gezögert. It's learning by bombing. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt ein harter Schlag. Aber das tut mir jetzt leid, dass ich Sie hier mit solchen Pointen, also vielleicht sollten wir es lockerer machen. Ich stehe schon vor mir, meine Damen und Herren, wir Kabarettisten werden nur eine Zeit lang überhaupt das Thema bearbeiten. Dann kommt ja Prinz Karneval auf dem Höhepunkt der Saison. In Köln sehe ich schon ganze Horden von Spaßmullers durch die Gassen ziehen. Alle mit Turban, der Taliban-Turban wird den Kölner Karneval beherrschen und wird gemeinsam singen. Mit der Schwäbchen-Eisenbahn fahren wir nach Afghanistan. Ich hab schon den Turban an, auf geht's zu den Taliban. Mullah, 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 hey! Mullah, 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 hey! Auf geht's zu den Taliban, rückwärts dann durch den Iran. Entschuldigung, das... war ein ganz bescheidener deutscher Beitrag zum Konflikt. Wir dürfen uns ja nicht einmischen. Wir werden ja militärisch nicht verlangt, meine Damen und Herren. Nur zahlen, das sollen wir zahlen. Also uns beteiligen an den Kosten. Also wenn wir Reparationen zahlen sollen, dann mögen das die Amerikaner bitte offen sagen. Das ist doch kein Stil auf diese Art und Weise. Wir würden so gerne mitmachen, Herr Schröder, vorneweg, nicht wahr? Aber man lässt uns eben nicht. Der amerikanische Präsident ist in einer schwierigen Lage. Auf ihm lastet eine Prophezeiung, die Prophezeiung des Nostradamus, der gesagt hat, im neuen Jahrtausend wird ein Depp die Welt regieren. Damit ist es schwer umzugehen. Der Mann tut mir irgendwo leid. Er steckt in einer Legitimationskrise. Die Wahlen, das war ein Menetekel. Diese Wahlen, man weiß ja gar nicht, ist er es wirklich, der gewählt wurde? Das kann Amerika nicht mehr beantworten, weil das Wahlsystem ist zu ungenau, zu plump für diese feinen Unterschiede zwischen Al Gore und Bush. Das ist toleranter, das Wahlsystem, als der Unterschied. Man müsste die Wahl wiederholen, 500 Mal und dann mitteln, verstehen Sie das? Ja, das ist in Amerika traditionell so. Die Amerikaner haben die Wahl zwischen einem Präsidenten, der das Öl vertritt, und einem Präsidenten, der das Öl vertritt. Daher kommt es auch nicht so drauf an. Jetzt haben wir die Krise, heißt chinesisch Wu Wei, Gefahr und Möglichkeit, denken Sie an Otto Schily, der wächst wie ein Spargel über sich hinaus. Allerdings etwas nach rechts, ja, so ein schräg wachsender Spargel.
Den Stacheldraht, den er ausrollt, der wird so schnell nicht eingerollt. Oder denken Sie, man hat ja gefragt, in Bayern, beim Innenminister Beckstein, wie das Phänomen Chili zu erklären ist, hat der Beckstein ganz locker gesagt, das ist, wenn man älter wird, dann dunkelt man nach. Der hat wenigstens Humor, ja. Also die Stelle des Innenministers ist auf Jahre besetzt. Da passiert gar nichts mehr. Auch beim Außenminister, mein Joschka Fischer, ist auch eine Karriere aus dem Bilderbuch. Also für so eine Karriere kann man schon mal eine Partei opfern, warum nicht? Souverän im Dreiteiler der Diplomatie, der Blaumann der Diplomatie, ja, fliegt um die Welt und macht eine gute Figur. Wenn Bush in Texas die Hecken schneidet, statt in Israel für Ruhe zu sorgen, dann springt der Fischer in die Lücke hinein und vermittelt, wenn Peres und Arafat nicht miteinander telefonieren wollen, dann läuft eben Fischer hin und her und überbringt die Nachrichten. Man muss irgendwo mal anfangen. Und das ist kein einfacher Job. Haben Sie es gelesen? Galadineh in Israel. Und Fischer sitzt da, plötzlich klingelt das Handy in der Hose beim Fischer. Ruft der Innenminister Levy, das ist Bach. Und der Peres ruft, na Gott sei Dank kein Wagner. Jetzt stell dir mal vor, beim deutschen Außenminister im Heiligen Land hätte Wagner in der Hose geklingelt. Womöglich noch Ritter Walküre. Bam, brada, bam, bam, bradi, dim, bam, bradi, yom, bam, bi, yom. Apokalypse, noch, bam, brada, die Hubschrauber kommen, bam, brada, radadadadadadadad. Hätten sich die Israelis vielleicht an ihre eigenen Hubschrauber erinnert. Radadadadadadad. Da wäre schon der diplomatische Kladderadatsch da gewesen. Aber es war eben Bach, ja, Bach. Klingelt der Bach zur Fuge. It's not Nokia, it's Bach, it's Bach. Ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn Sie Wu-Wei heißt Krise, gut, man fragt sich natürlich, jetzt hat der Gegenschlag begonnen, gibt es in Kabul überhaupt eine chinesische Botschaft? Was sollen die Amis da treffen? Es dient wohl in erster Linie der Beruhigung und es ist so ein Programm für die Rüstungsindustrie, nicht wahr? Die alten Granaten müssen raus, nicht wahr? Wir sehen ja nur CNN, das Nachtprogramm, nur diesen grünen Clipper, nicht wahr? Das ist dieses Clipperzeug, so militärisches Wetterleuchten. Ja, das ist die Götterspeise für Militaristen, aber als Zivilist kann man damit nichts anfangen. Das könnte auch noch alte Filme aus dem Golfkrieg sein, die da zeigen, nicht wahr? Stundenlang. Aber Wu-Wei heißt Krise, heißt Chance, heißt Gefahr und Möglichkeit. Denken Sie an den alten Ronald Reagan, der alte Schauspieler, damals zum Präsidenten gewählt, keiner weiß warum. In den ersten 70 Tagen seiner Amtszeit eine echte Flasche. Dann geschah das Unmögliche, ein verrückter Schuss auf Reagan, Lungensteckschuss. Und was machte Reagan? Ein anständiger Mensch fällt da um. Nicht so Reagan, der blieb stehen, ließ sich zum Hospital fahren, stieg aus, ging aufrecht durch die Eingangshalle hin zum OP und rief, I got a bullet for you. Steckschuss, Lunge. Ja. Wenn George W. Bush das hört, wird er denken, wo muss man bei mir hinschießen, dass was stecken bleibt. Ich sehe, Amerika-Komitee macht. Ja. Man muss den amerikanischen Präsidenten auch etwas entlasten. Er ist ein schweres Amt angetreten. Und die Sprache, na, gut, für einen Texaner spricht er sehr gut Englisch. Der Simultanübersetzer hat, wenn er frei spricht, der Mr. Bush, dann hat der Simultanübersetzer gelegentlich das Gefühl, bei einem Rodeo zu sein. Aber wir haben ja sehr gute Übersetzer. Denken Sie an die Zeit, die hat ja geschrieben, die Vernunft im Weißen Haus lässt sich mit dem Satz fassen, der auch dort gefallen sein soll, man schmeißt nicht mit Goldklumpen Fensterscheiben ein. Allerdings heißt der amerikanische Verteidigungsminister Rumsfeld. Das klingt nach Flächenbombardement. Rumsfeld. Die Zeit ist da sehr, sehr diplomatisch. Goldene Klumpen, Fensterscheiben. Originalton Bush war, wir schießen doch nicht mit 2 Millionen Dollar Cruise-Missiles auf den Arsch von Kamelen. Aber das ist eben die Zeit, die kann das so ausdrücken, dass die deutsch-amerikanische Freundschaft keinen Schaden nimmt.
Wir hatten schon üble Bedenken, als wir Bush im Fernsehen im Räuberzivil sahen. In der Bomberjacke saß er. Im Kreise des Generalstabs, da dachte man, jetzt geht's los, irgendwie unbedacht. Aber am nächsten Tag doch wieder diplomatisch im feinen Zwirn, so wie Joschka Fischer. Da muss was geschehen sein. Vielleicht hat er die Nacht mit Colin Powell verbracht. Dem müssen wir danken, dass das nicht sofort explodierte. Der hat sich da doch mit einer gewissen militärischen Vernunft eingeschaltet. Ja, sonst wäre es vielleicht jetzt schon richtig am Kochen. So weiß man nicht, was passiert. Aber der Präsident hat wieder, sag mal, Vernunft. Geht ja nicht von ihm aus, vielleicht vom Oval Office vielleicht. Das könnte sein. Aber der Colin Powell wird ihm erklärt haben, Mr. President, wir kämpfen hier gegen Leute, die wir selber ausgebildet haben. Das, wenn die Amerikaner sie hier angreifen in Hamburg, von wegen Schlaf statt des Terrors. Die Hamburger mögen nicht aufgeweckt sein, aber Schlaf statt des Terrors. Wo haben die denn geprobt, die Terroristen? In Amerika. Mujahideen in America. Training the boys against Russia. Ja, damals, das war opportun. Das ist diese Dialektik der amerikanischen Außenpolitik, dass man ja, diese Leute erst groß macht, wie bei Windows. Meine Damen und Herren, installieren ist einfacher als deinstallieren. Dann werden wir beim Computer, auf den die Amerikaner ja vertrauen. Der Computer rechnet die Routen für die Marschflugkörper. Man muss allerdings sagen, Rosinenbomber und Marschflugkörper, diese Kombination ist neu und da liegt so ein Rest Hoffnung drin. Also, dass das Taliban-Regime vielleicht von diesen gelben Paketen getroffen wird. Bam, 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 bam. Ja. Könnte ja sein, dass der Obermullah kriegt so ein Care-Paket an den Kopf und ruft gerade noch Ayatollah, was wörtlich heißt Zeichen Gottes. Wir waren beim Computer, die Amerikaner vertrauen dem Computer. Der sorgt ja auch dafür, dass die Namen für diese Kampagnen so wohlklingend sind. Die geben da einen Computer-Zufallsgenerator, geben einen America is a strong nation. We got to do a job. We intend to do the job. We are a strong nation. Da spuckt der Computer aus. Aktion Noble Eagle. Noble Eagle. Seien Sie froh, dass er nicht Chicken Wings ausgespuckt hat. Wieder eingegeben, neue Parole, America's a strong nation, spuckt der Computer aus, Infinite Justice. Protestieren die Moslems, Infinite Justice kann nur Allah kann unbegrenzt gerecht sein. Wieder ändern. Jetzt heißt es, glaube ich, Endurant Freedom, andauernde Freizeit, also einige haben sie Arten, klatschen auf Verdacht. Man lässt sie so mitreißen von den anderen, ich weiß, wenn die glauben, das auch verstanden zu haben, denkt man, da investieren wir mal das, meine Damen und Herren, nicht wahr? Die Aktien steigen ja auch wieder, kann man ruhig mal was dazugeben. Ja, der DAX war im Sinkflug, hätte auch, wenn es so weitergegangen wäre, in den negativen DAX rutschen können, meine Damen. Hätte die Deutsche Bank Ihnen quasi die Aktien nach Hause gebracht. Noch ein 50er draufgelegt, hier nehmen Sie den Scheiß. Also, hätte passieren können, aber gut, auch viele Pazifisten hatten ja auch ein bisschen Angst. Wenn man ein Aktiendepot hat als Pazifist, dann denkt man, ja, jetzt könnte doch mal so ein gezielter chirurgischer Eingriff das Depot wieder bereinigen irgendwie. Aber ich tendiere manchmal so zu Verschwörungstheorien. Ich war auch die 23, ist ja ganz berühmt, die Illuminaten, also die 23, das ist ja also, da muss man wirklich die Brille aufziehen. Die 23, weil 11 plus 9 plus 2001 gibt ja 23, sagen die Verschwörungstheoretiker. So, und W ist der 23. Buchstaben im Alphabet. W wie Washington, W wie World Trade Center, W auch wie George W. Also W nicht von Washington, nein, das kommt von Walker, also Johnny Walker könnte man sagen. Also nicht, dass Sie wohl das nicht so hoch einschätzen, aber W, meine Damen und Herren. Johannes der 23. zum Beispiel. Kein W, aber die 23, Sie merken, also das ist bedenklich. Die 23 macht einem Angst. Es gibt Leute, die sagen, was ist überhaupt kein Anzeichen von einer Verschwörung? Da sagt der Theoretiker, ja eben. Das
Das macht mir ja so Angst, nicht wahr? Gut, jetzt ruht alle Hoffnung auf den Geheimdiensten. Nur ein Bond kann uns noch retten. Ja, ein James Bond, meine Damen und Herren, den haben wir nicht zu bieten. Wir haben nur Peter Scholl-Latour, ein direkter Nachfolger von Karl May. Ja. Peter Scholl-Latour erklärt uns die Welt, das sagt, das sei jetzt Unsinn, dass die Amerikaner die afghanischen Ruinen bombardieren. Ja, vorher, nachher kein Unterschied. Ja. Da muss man weit gereist sein. Und doch, der Mann hat den ansatzweisen Durchblick. Wir kommen doch auf ihn zurück, meine Damen und Herren. Wir würden den Amerikanern da gerne helfen. Wir würden den Amerikanern gerne helfen, weil sie sind ja allein auf der Welt. Sie sind übrig geblieben als Supermacht. Wie erbärmlich muss man da. Allein Supermacht auf der Welt, Einsamkeitsgefühle. Die Russen fehlen vorne und hinten, meine Damen und Herren. Ich war die alten Gegengewichte. Man versucht ja auch, das eingestürzte World Trade Center zu interpretieren. Die Twin Towers sollen ja quasi stellvertretend stehen für das duale System des Kalten Krieges. Oder Bodo Strauß hat geschrieben, dass es seien die beiden Schwurfinger des Geldsystems, die da abgehakt worden sind. Bodo Strauß, meine Damen und Herren. Anschwellender Boxgesang. Bah! Wollen Sie nicht folgen? Direkt an Stockhausen. Bzm, 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 bzm. Ja, der Mann lebt in einem Paralleluniversum, meine Damen und Herren. Da hat Lucifer das Sagen, da können wir nicht mitreden, nicht wahr? Das ist, und er hat ja auch alles dementiert, so wie Ulrich Wickert ja auch, meine Damen und Herren. Das ist, obwohl der Spiegel heute geschrieben hat, vielleicht müsste sich Wickert bei Bin Laden entschuldigen, dass er ihn mit dem amerikanischen Präsidenten. Also, ja, der Spiegel ist geschickt, der schreibt sowas anonym, steht kein Name drunter, nicht wahr? Ja, der darf sowas, meine Damen und Herren, der Spiegel darf das, weil der denkt ja nach. Und gut, Ulrich Wickert, den brauchen wir als Vermittler für die Volksbildung, verstehen Sie, weil wir sind ja von der Moral Lichtjahre entfernt und Ulrich Wickert, der kann das vermitteln, was Kant eigentlich meinte mit dem kategorischen Imperativ. Ja, Ulrich Wickert kann das übersetzen ins Blattdeutsche, also... Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Da trifft quasi Immanuel Kant auf Wilhelm Busch. Das Gute ist, der Satz steht fest, stets das Böse, das man lässt, meine Damen und Herren. Wilhelm Busch oder George Busch, werden Sie sich fragen. Wilhelm Busch, auf jeden Fall Wilhelm Busch. Gut, wenn Ulrich Wickert mal seine Memoiren schreibt, dann gewiss unter dem Titel Kant und Käse. Und dann war es das. Ja, es ist nicht mehr aktuell, meine Damen und Herren. Vergessen Sie es einfach, war nur so da hingesagt, ohne was zu denken, eben eine echte Wickertsche Denkbewegung. Nein, meine Damen und Herren, wir wollen ja helfen, wir Deutschen möchten mitmachen, aber die Amis wollen eigentlich nur Geld von uns, das ist enttäuschend. Schon beim Golfkrieg damals, die Amis kamen jetzt auch wieder mit ihren großen Schiffen, mit der Enterprise, und was haben wir zu bieten? Die Freiburg, die Marburg, die Gießen. Das klingt nicht gerade nautisch, das klingt so, als wenn die Heringsflotte ausgelaufen wäre. Wie gerne würden wir für die Amerikaner einen Flugzeugträger bauen, einen deutschen Flugzeugträger mit Namen Konrad Adenauer. Das wäre ein Bild, Konrad Adenauer durchpflügt die Weltmeere. Also Käthe Kollwitz könnte er nicht heißen, er müsste schon Konrad Adenauer heißen. Das wäre ein Bild, aber die Amerikaner wollen das nicht. Die wollen uns einfach nicht ins Spiel kommen lassen. Wir könnten Ihnen auch sonst noch helfen. Wir haben ja zum Beispiel Herrn Pfahls, nicht wahr? Ehemaliger Verfassungsschutzchef. Der fährt seit Jahren durch die Welt mit 150 Millionen Mark. Den findet niemand. Das ist ein toller Mann, also ein guter Mann. Den könnten wir vermitteln. Also der hat so Verbindungen. Oder die CDU könnte die Amerikaner beraten über ein Schwarzkottensystem in der Schweiz, nicht wahr? Also das wäre, also das Know-how hätten wir. Also. Aber die Amerikaner wollen das alles nicht, ja. Die Amerikaner, die hören uns nur ab, weil sie Misstrauen haben uns gegenüber. Mit der NSA, National Security Agency, meine Damen und Herren, die hören immer zu. Wenn Sie jetzt mit einem Handy telefonieren, werden Sie abgehört, auf jeden Fall. Wenn Sie dann irgendwie was Ungeschicktes sagen, ich bin geladen oder so, zack. Sofort. Was sagt unser Komitee, meine Damen und Herren? Das Komitee ist im Zustand andauernden Schmunzelns. Ja, vielleicht sollten wir Sie auswechseln, Sie haben versagt. Sie machen jetzt weiter hier. Der Mann mit dem Bart, nicht Sie, nein, da hinten der, nicht aus der ersten Reihe. Nein, 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 nein. Also,
Also Sie machen das, Sie beiden, ja. So. Ja. Sie sind jetzt abgesetzt. Ich war jetzt nicht mehr reagieren, jetzt auch nicht mehr schmunzeln. Ja. Ja, die Amerikaner hören uns zu. Alles wird gespeichert. Unter dem amerikanischen Kontinent liegt eine riesen Festplatte, meine Damen und Herren. Riesen, da wird alles digital abgespeichert. So. Ab und zu hören Sie es auch mal an. In der Festplatte ist so eingraviert, too much information is no information. So als Warnung, aber gut, die Amerikaner haben eine gewisse Geheimdienstkrise, muss man sagen. Das kann ich Ihnen aus berufenem Munde hier erzählen. Ja, die haben beim CIA nach dem Kalten Krieg etwas die Motivation verloren. Es gibt einen CIA-Offizier, der hat gesagt, wir gehen nicht in Länder, wo es Durchfall und keine Frauen gibt. Das ist jetzt nicht frauenfeindlich gemeint. Ich meine nicht, dass Sie jetzt irgendwie... Ja, ja, Sie lachen schon. Jetzt kommt mein Programm. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Nein, nein. Peinliche Situationen da. Ein Irak-Spezialist des DIA, des Defense Intelligence Agency, nicht wahr? Sie haben viele Agenturen, die mit Intelligence zu tun haben. Aber das darf man jetzt nicht falsch übersetzen, meine Damen und Herren. Also das ist... Das heißt der Einsicht Intelligence, nicht wahr? Und DIA, der wurde gefragt, können Sie als Irak-Spezialist eigentlich Arabisch? Sagt doch, nö, kann ich nicht. Warum auch? In 2 Jahren werde ich versetzt. Ja. Da muss man sich nicht wundern, meine Damen und Herren. Also quasi, die machen diese Kernerarbeit nicht mehr. Nicht mal an die anderen Leute rangehen, so Vertreter im Außendienst, mal klingeln, mal ins Gespräch kommen mit den Leuten, sich irgendwie da einleben. Das wollen die nicht. Das ist irgendwie, das geht nicht gut. Also, nicht nur die Leute abhören, auch mit den Leuten mal reden. Schauen Sie mal, die größten Konflikte wurden direkt gelöst durch direktes Reden. Nehmen Sie mal Berlin 61. Damals wollte der Stadtkommandant der Amerikaner, wollte nach Ost-Berlin in die Oper fahren. Wurde angehalten, Checkpoint Charlie, Personenkontrolle. Sagt er, nix da, wir Alliierten können uns frei bewegen. Fuhr rum, zurück, kam mit dem Panzer wieder. Fuhr durch bis zur Oper. Am nächsten Tag, am Checkpoint Charlie, sowjetische und amerikanische Panzer standen sich gegenüber. Da hat John F. Kennedy, seinen Bruder beauftragt, Robert, du kennst doch den Bolschakow, den Bolschakow-KGB-Resident, Bolschakow. Und hat dann gesagt, der, den triffst du mal, mit dem sprichst du mal darüber. Nicht mal so. Dann haben sie einen Bypass gelegt, um die CIA herum, direkt zum Kreml, verstehen Sie, also direkt, nicht mal, nichts dazwischen. Und dann konnten sie sich einigen. Dann hat der Bolschakow gesagt, nun, wir haben etwas provoziert, ziehen wir unsere Panzer zurück. Und der Robert hat gesagt, dann ziehen wir unsere auch zurück. Man muss mit mir reden können. Oder Kuba-Krise, genauso. Wieder ein Fall für Bolschakow, meine Damen und Herren. Bolschakow, die haben das ausgehandelt direkt. Die Russen haben gefragt, was müssen wir tun? Die Amerikaner haben gefragt, was müssen wir tun? Sagten die Russen, zieht ihre eure Raketen aus der Türkei zurück, dann ziehen wir unsere von Kuba zurück. Und gut, wir haben das erst später erfahren in der Türkei, dass die Amerikaner da Raketen hatten. Die Amerikaner hatten auf absolute Diskretion bestanden, um das Gesicht nicht zu verlieren im Inneren, meine Damen und Herren. Aber den Russen war das egal, Hauptsache Raketen weg. Da. Und jetzt, meine Damen und Herren, Kennedy ist tot, der alte Castro sitzt in Kuba, trinkt Kuba Libre. Ich meine, der Kennedy hat ihn ja gehasst. Beide Kennedys wollten den Castro eigentlich, also die CIA sollte ihn liquidieren. Die hatten damals noch die Lizenz zum Töten, die ja jetzt wiederkommt. Aber damals, die haben versucht, alle möglichen Sachen, es war quasi immer wieder Killing Castro was Mission Impossible. Zum Schluss haben sie ihm aus Verzweiflung noch Titansalz ins Essen gemischt, damit ihm die Barthaare ausfallen, also dem alten Macho Castro, dass er quasi impotent dasteht. Aber selbst das hat nicht gewirkt. Auch der BND, meine Damen und Herren, der BND ist ein eigenartiger Geheimdienst, hat viele, viele Pannen. Die wollten mal einen Spezialagenten aus der DDR abwerben, den haben sie nach Budapest gelotst. Das war schon fast klar, dass er kommt. Und am Abend, der BND-Agent wollte dem noch was zeigen in Budapest, was unternehmen. Man ist dann ins Hilton zum Pusterabend, aber der war ausverkauft. Norwegische Reisegruppe pauschal, alles weg. Da sieht der BND-Agent seine Geldbörse, legt $50 auf den Tisch und besticht den Portier. Dein Tisch wird reingetragen, die beiden Herren nehmen Platz. Die Pustergruppe ist begeistert, mit Dollar gezahlt, Amerikaner im Publikum und bitten die beiden vermeintlichen Amerikaner am Höhepunkt des Abends auf die Bühne. Da wurde fotografiert, die Norweger haben fotografiert, klack, 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 klack. Und dann musste der BND nach Oslo zum Flughafen diese Reisegruppe abfangen, nicht wahr? Das ist peinlich, peinlich, oder? Die Aktion Silberne Zitrone, meine Damen und Herren. Wir haben ja einen Superagenten namens Werner Maus mit Doppel-S, das klingt gefährlicher, Maus. Ja, also
Werner Maus, der sollte nach Italien bei der Mafia so Kontakte knüpfen. Hat dann erstmal Leute angeworben, zwei Killer für eine große Angelegenheit und hat gesagt, also pass auf, ihr kriegt einen Riesenauftrag, aber nur, wenn ihr mir vorher eine Arbeitsprobe abliefert. Und die bestand darin, nach Piräus fahren, in den Hafen, dort liegt eine Yacht. Die Yacht müsst ihr versenken. Das war die Yacht von Khashoggi, Waffenhändler. Mit dem hatte der BND noch ein Hündchen zu rupfen. Und die beiden Mafiosi fuhren nach Piräus, kamen in den Hafen, gingen zum Liegeplatz. Khashoggi-Yacht war weg. Dachten sie, na ja, wenn wir da sind, Yacht ist Yacht, versenken die nächste. Dummerweise war das die Yacht, bei der BND Khashoggi observiert hatte. Wissen Sie, manchmal denke ich, dass diese Pannen, dass die quasi Tarnung sind für den BND. Dass, die tarnen sich als der schlechteste Geheimdienst der Welt. Also, das könnte vielleicht sein. Ja, Sie merken, wir sind voll in der Geheimdienstwelt, meine Damen und Herren. Man lechzt ja nach Security. Wir brauchen eine Stiftung Geheimdiensttest. Wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft. Wenn Sie mal eine wichtige Sache haben, die Sie nicht verfuschen lassen wollen, dann würde ich Ihnen persönlich den dänischen Geheimdienst empfehlen. Der dänische Geheimdienst. Nie was von gehört? Der muss gut sein. Großartig. Fast in Mossad-Qualität, könnte man sagen. Also für die ganz großen Aufträge natürlich nur den Mossad, die S-Klasse, die Königsklasse, meine Damen und Herren. Der Mossad, der beste Geheimdienst der Welt mit Dependancen überall auf der Welt, in der Diaspora, überall ist Mossad. Also er dementiert auch nichts. Wenn irgendwas passiert, Mossad dementiert nie. Das waren wir nicht, das gibt es nicht beim Geheimdienst. Nein. Die haben sogar eine eigene Restaurantabteilung. Ja, da können Sie durch die Welt reisen, ohne den Raum zu verlassen. Sie können nach Paris, Tour d'Argent, können Sie, wird für Sie gekocht, bei Mossad, in Tel Aviv. Oder auch, sagen wir mal, in Addis Abeba, das Hilton, kennen Sie das Hilton in Addis Abeba? Vergessen Sie ja nicht die Mousse im Hilton in Addis Abeba. Also mit einem Schuss ins Pfefferminz, also wunderbar. Die Mousse im Hilton in Addis Abeba, meine Damen und Herren, wird Ihnen auch bei Mossad serviert, kein Problem. Oder auch Beaurivage, Genf, meine Damen und Herren, das, da wo Barschel abgestiegen ist. Oder zubereitet wurde, je nachdem. Also, ja. Das ist noch nicht so klar, was da passiert ist, aber zum Schluss fehlte eine Rotweinflasche, nicht wahr? Daran erkennt man die Profis. Wasserdicht und zum Schluss noch einen kleinen Fehler einbauen, damit wir zweifeln, damit die Sache schwebt, verstehen Sie? Dass man da die Zweifel, dass die gären, dass man damit nicht rauskommt. Also, ja, der Barschel hat da eine unangenehme Sache am Hals gehabt, der wollte sein Ehrenwort zurückhaben und hat gedroht. Das darf man diesen Kreisen nicht. Wer da droht, ist so gut wie tot. Also, was hängt damit zusammen, das muss ich mal kurz erklären, das war Reagan. Reagan kennen Sie noch, der alte Präsident, der hatte ein Problem. So fing das an. Da ist der Geheimdienstchef von Beirut am Tage seines Arbeitsantritts in Beirut verhaftet worden, also entführt worden. Und den wollten sie raushaben und dann haben sie gesagt, wir müssen das irgendwie ungewöhnlich und unauffällig machen. Der Reagan hat Oliver North angesprochen und hat ihn in geheimer Mission nach Teheran geschickt, in einer irischen Delegation, ausgestattet mit einer Bibel, in die Reagan eine Widmung mit Hand hineingeschrieben hat. Der Glaube macht, dass die Heiden gerecht sind, gezeichnet Ronald Reagan, Paulus an die Galater. Also mit Bibel zu Khomeini, dann noch einen Kuchen als Geschenk und zwei Pistolen als besondere Gabe. Die Delegation kam nachts in Teheran an, es war Ramadan, die Zollbeamten unterzuckert, die haben zuerst mal den Kuchen beschlagnahmt und gefuttert, die Waffen haben sie an sich genommen und schickten dann die Delegation mit der Bibel zurück. Und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir andere Wege suchen und dann kam Monza Al-Qasar, kennen Sie vielleicht Monza Al-Qasar? Ist Waffenhändler mit diplomatischem Status, lebt in Marbella, hat eine Bank in Bilbao, also eine echt große Gestalt, also eine Nummer zu groß für uns. Der hat mal in Stadelheim gesessen, zwei Tage lang kam ein Fax aus dem Innenministerium, lass den Mann frei. Das wäre so, als wenn Sie auf der Außenalster den weißen Hai geangelt hätten, nicht wahr? Ein Schlag mit der Schwanzflosse ist das Bötchen weg, ja. Also solche Leute muss man ziehen lassen. Und
Ja, der Monza Alcazar hat beste Beziehungen auch zu Amerika und der ist dann eingesprungen, der hat mit dem Mossad da einen Deal ausgecheckt. Also der hat gesagt, ihr Amerikaner müsst nach Teheran Waffen liefern, dann kommen die Leute in Beirut frei. Also etwas kompliziert, die Amerikaner haben geliefert, bekamen sogar Geld, Petrodollars, haben mit dem Geld bei Monza Alcazar in Syrien Waffen russischer Bauart gekauft und haben die nach Nicaragua zu den Contras gebracht. Sie merken, das ist doch enorm kompliziert. Das ist eben geheime Weltwirtschaft, meine Damen und Herren. Ja, da brauchen Sie einen absoluten Fachmann, der Ihnen das erklärt, einen echten Sicherheitsberater. Nehmen Sie Kissinger, würde ich vorschlagen. Kissinger, you got problems, call Henry. Call Henry, Henry, der erklärt Ihnen das. Wenn Sie den mal einladen können zum Essen, also nicht nach Den Haag, da geht er nicht gern hin, weil da sitzt der Weltgerichtshof, meine Damen und Herren. Nein, aber vielleicht nach Genf, also... Der Kissinger hat da noch ein paar offene Probleme. Trouble with democracy in Chile, call Henry. Gut, die Älteren wissen das, meine Damen und Herren. Ich muss das nur andeuten. Also, der Mann ist Nobelpreisträger, nicht wahr? Also quasi das Pendant zu unserem Scholl Latour. Der hat zwar nur den Fernsehpreis, aber dafür nicht Kambodscha bombardiert. Ja, also der Kissinger, der hat so ein Prinzip, der sagt immer, Konflikte erstmal ausbluten lassen. Verstehen Sie, ausbluten lassen. Zuschauen, bluten lassen. Das ist wie beim Stierkampf. Der Matador kommt erst in die Arena, wenn der Stier schwach ist. Vorher hat es doch gar keinen Sinn. Ist Ihnen zu brutal, dann sagen wir es anders. Also wie bei einer Schlägerei im Bierzelt beim Oktoberfest. Was macht die Polizei? Zuschauen, zuschauen, zuschauen und dann den Sieger verhaften. Das geht allerdings nicht überall, meine Damen und Herren. Nehmen Sie mal Arafat, nicht wahr? Blutspende für Amerika, Arafat, Schauspielschule Arafat, würde ich sagen. Ja. Unerträglich, unerträglich. Also der Mann ist ja auch Friedensnobelpreisträger, also der idealtypische eigentlich, weil Dynamit und Nobel, verstehen Sie? Also und vielleicht sollte man den Sharon, dem wahnsinnigen Sharon, sollte man auch den Friedensnobelpreis androhen. Könnt ihr noch einmal auf den Tempelberg gehen? Also, für die Erstbesteigung des Tempelbergs verleiht Ihnen das Komitee in Stockholm den Friedensnobelpreis. Über die schwierige Südroute. Doch, ein Wahnsinn. Ich war der verrückte Sharon, löst da die Intifada aus durch die Provokation auf dem Tempelberg. Ich meine, der ist da hochgelaufen, hat gerufen, das ist Bauerwartungsland. Ich war da. In Jerusalem sind die Wahnsinnigen unterwegs. Ich war die verrückten Siedler und die Ultraorthodoxen, die da mit dem Grundstein für den Tempel des Salomon durch die Gegend fahren, nicht wahr? Die können gerade noch verhindern, dass die auf den Tempelberg fahren. Die müssen den immer auf dem Parkplatz irgendwo ablegen. Aber sie wollen auf den Tempelberg, um da den Tempel des Salomon wieder aufzubauen. Das heißt, die Al-Aqsa-Moschee abzureißen. Ja, das ist ein Perpetuum mobile der Enttäuschungen, meine Damen und Herren. Da kommt man eigentlich nicht weiter. Herr Bush hat gesagt, er hat jetzt eine Vision. I have a dream, nicht wahr? Er träumt von einem Staat Palästina. Dann beeilen Sie sich mal, also wenn möglich mit Palästinensern, wäre ganz nett. Also, ja, wenn Supermacht, dann auch Ordnungsmacht, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Das ist, wir wollen uns da nicht weiter einmischen. Es ist auch ein architektonisches Problem auf dem Tempelberg, weil da hat der liebe Gott das etwas ungeschickt angerichtet, nicht wahr, dass da um den Tempelberg herum alle Weltreligionen, alle monotheistischen vertreten sind. Es gibt nur einen Gott, aber das heißt, es gibt Ärger, weil Allah und unser lieber Gott, ja, wir sagen ja lieber Gott, also weil der sehr lieb und zurückhaltend ist. Während Allah, der fiebert noch, nicht wahr? Der hat noch Hormonspiegel sehr hoch, während unser alter Gott, naja, der nimmt es nicht mehr so genau. Ab und zu wird dann noch ein Kardinal gefragt, der Meißner von Köln, den haben wir ja gefragt, wo war Gott am 11. September, aber einem Kardinal diese Frage zu stellen, ist schon ein Kardinalfehler, meine Damen und Herren, weil der sagt Ihnen sofort, der macht Ihnen aus der Frage sofort einen Gottesbeweis. Der sagt also, Gott gibt uns die Freiheit, auch so böse zu sein, nur ein Gott, der wirklich existiert, kann auch nur hier und da mal fehlen. Verstehen Sie, also das ist wie eine Verschwörungstheorie, nicht wahr? Je öfter Gott fehlt, desto mehr ist er anwesend. Ja. Ohne Eintrag ins Klassenbuch allerdings. Da kommen Sie nicht weiter.
Einige Christenmenschen sind erschüttert. Was sagst du da? Nun, ich persönlich würde bei den drei großen monotheistischen Religionen, ich persönlich würde sofort den jüdischen Atheismus wählen. Also, der ist nun am besten abgehangen. Das ist nun ganz, ganz souverän. Eine uralte Religion. Ja, meine Damen und Herren, das wird kommen, die Auseinandersetzung. Die meisten von Ihnen halten den Koran für eine Bombenbauanleitung. Das ist eben falsch. Sie müssen eben Bildzeitung lesen, Scholl Latour. Ein Erklär-mir-die-Welt-Gigant. Bildzeitung ist natürlich toll. Bildzeitung muss man lesen. Ich meine, ich lese das, meine Damen und Herren. Sie müssen nicht lesen. Ich muss den Dreck ja aufnehmen. Sonst hätte ich ja nichts zu sagen. Ja, das ist Bildzeitung, meine Damen und Herren. Das ist das zentrale Organ des Volkskörpers. Ja. Wird nur noch durchs Internet überboten. Das ist die offene Form der geschlossenen Anstalt, nicht wahr? Aber, Sie merken, der Wahnsinn geht nicht an mir vorbei. Ja, ich bin voll in diesen Strukturen drin. Gut, Scholl Latour, meine Damen und Herren, ist eine Autorität, so wie Helmut Schmidt. Diesen Leuten kann man stundenlang zuhören und kommt doch nicht weiter. Aber sie reden mit Überzeugungsgabe. Und wenn der Scholl Latour das sagt, gerade nach den Erfahrungen der Gottesdienste, nach dem Anschlag, sagt er, man spürt es, das Christentum Islam geworden. Diese Gottesdienste mit politischer Beteiligung, alle waren da von Gysi bis Schröder, aber keiner konnte den Text mehr. Die Messe rauscht vorbei, man fällt durch die Liturgie hindurch, ohne an ihr teilzunehmen. Die Gemeinde schweigt, selbst im Unterkieferbereich von Christdemokraten, im Unterkieferbereich tut sich kaum was, nicht wahr? Man kann noch Vater unser und der du bist, na wo, also gut, lassen wir es lieber. Also, ich habe schon als Kind Schwierigkeiten gehabt, wenn der Pfarrer immer vorgelesen hat aus dem Neuen Testament die Kurzgeschichten, so über diese instruktiven Kurzgeschichten. Die Jünger sagen, oh Herr, wir haben den Weg verloren. Sagt er, Jesus, ich bin der Weg, folget mir. Ja, zack, aus, Ende. War mir immer zu einfach. Jetzt ruft die Gemeinde in Berlin, oh Herr, wir wollen singen, wir können aber keine Texte mehr. Dann ruft der Kardinal, singe dem Herrn ein neues Lied, irgendwas, ist egal was. Man merkt, da ist irgendwie die Luft raus. Wir waren mal fundamental drauf, meine Damen und Herren. Vor 90 Jahren, Erster Weltkrieg, da wurde gepredigt. Oh Schwert, komm hernieder, denn du Schwert bist uns die Verheißung des Geistes, denn du findest Eingang in alle. Jesus weiß, was Wunden wert sind. Lange vor, hoffentlich Allianz versichert. Ja, wir waren da ganz fundamental drauf. Denken Sie ans Mittelalter. Also die Islam ist ja jetzt im Mittelalter, wir haben das hinter uns. Aber damals, wir waren mindestens so scharf drauf wie die, wir sind dann nach Jerusalem gezogen, nicht wahr? Also haben uns gesammelt, irgendwo im Rheingebiet, den Rhein hochgezogen, mit der ganzen Meute. Da war richtig Pack und Pöbel dabei, die wollten was erleben, so Söldnerpack, nicht wahr? Den Rhein hoch, kurz vor Mainz, dachten sie schon, sie sind in Jerusalem. Ja, keine Geografiekenntnisse und dann standen sie da, da musste der Pfarrer, also der Pfaffe musste dann irgendwie die Meute bei Laune halten, hat dann gepredigt, seht, wir ziehen hinab nach Jerusalem, den Heiland zu rächen. Hier aber sind die Juden, welche ihn ans Kreuz geschlagen haben. Zack, rein nach Mainz ins Ghetto, erstmal die Reise finanziert und dann weiter bis nach Jerusalem, meine Damen und Herren. Auch im Inneren, nicht wahr, Ketzerkriege, damals Bessier in Südfrankreich, Ketzerstadt wurde belagert von einem kaiserlichen Heer. Und dann hatte man es im Griff und hat angefragt bei der Geistlichkeit, wir haben die Stadt bis je belagert und hoffen sie wohl mit Gottes Hilfe zu erobern. Wie aber sollen wir die Gläubigen von den Ungläubigen unterscheiden? Die Antwort der Geistlichkeit, metzelt sie alle, der Herr kennt die Seinen. Das sind einfache Konzepte, meine Damen und Herren. Sortiert wird erst am jüngsten Tag. Da können wir doch froh sein, dass uns diese Energie verloren gegangen ist. Oder, meine Damen und Herren, dass wir etwas schlapp geworden sind. Da können wir uns was drauf einbilden. Ja, man fragt sich in diesen Zeiten, wo ist eigentlich der Tempel für die Vernunft? Es ist nicht die Börse, es ist nicht der Reichstag. Und ein Tempel der Vernunft, denkt man ja unweigerlich an einen hohen Priester Ulrich Wickert, ja, ist schwer geworden. Aber ich muss Ihnen sagen, die Diskussion nach dem Anschlag in den Zeitungen, also die hat mich doch erstaunt. Süddeutsche Zeitung und die FAZ, das heißt das Feuilleton der FAZ, meine Damen und Herren, das Feuilleton. Die FAZ selber ist ja gespalten, nicht wahr? Da kämpft ja das Feuilleton gegen den Mantel.
Das ist großartig. Die haben im Feuilleton doch tatsächlich Susan Sonntag, Amerikanerin, zu Wort kommen lassen. Die hat damals geschrieben, 3 Tage nach dem Anschlag, die Einstimmigkeit der frömmlerischen, realitätsverzerrenden Rhetorik fast aller Politiker und Kommentatoren in den Medien in diesen letzten Tagen ist einer Demokratie unwürdig. Das hat er gegeben. Das ist natürlich Aufklärung pur, meine Damen und Herren. Daran müssten wir uns festhalten, an der Aufklärung. Also das ist ja inzwischen ein rein militärischer Begriff geworden. Intelligence, AVAX, Aufklärung, also hat nichts mehr mit dem 18. Jahrhundert zu tun. Aber damals hat Diderot an Voltaire geschrieben, unsere Devise lautet, kein Pardon für abergläubische, unwissende Narren und Tyrannen. Ich bin doch ein verhinderter Wanderprediger, ich sehe es ein, meine Damen und Herren. Keine Angst, ich hole Sie da raus, das ist kein Problem. Also ich weiß, Sie sind jetzt etwas da in sich zusammengesunken und wollen noch einen entscheidenden Hinweis, so einen Urlaubstipp oder so. Da müssen Sie Scholatur fragen, also kann ich Ihnen nicht sagen. Nein, ich kann Ihnen nur zitieren, was ein unbekannter amerikanischer Dichter gesagt hat. Das Programm ist ja nicht antiamerikanisch, die meisten Informationen kommen ja direkt aus Amerika. Nein, der Dichter hat gesagt, ist die Fahne entrollt, ist alle Vernunft in der Trompete. Meine Damen und Herren, ich bin ein Kind der 60er Jahre, ein Kind des Kalten Krieges. Wir sind alle Kinder des Kalten Krieges. Wir sind sehr autoritär erzogen worden. Ich damals im Westerwald, 60er Jahre. Damals gab es nur 2 Fernsehkanäle, ARD und Adenauer Fernsehen. Heute, wo sind wir heute? Nach 17 Jahren RTL, bei 7 Tage, 7 Köpfe. Ein Titel, der nach Guillotine schreit. Kampf der Spaßgesellschaft, meine Damen und Herren, selbstverständlich. Nein, 60er Jahre, mein Vater war sehr autoritär und wir sind doch amerikakritisch, Entschuldigung, sind wir erzogen worden. Wir durften keinen Ami-Quatsch sehen im Fernsehen. Ami-Quatsch, also Lassie zum Beispiel, durften wir nicht sehen. Besser, wenn ich das beichte, sonst hört mich die NSA ab, meine Damen und Herren, und es wird später gegen mich verwendet. Nein, Lassie. Wir waren damals nicht amerikanisiert, wir haben Lassi gesagt, wir haben heimlich Lassi geguckt und Nutz gegessen. So einfach kann Kabarett sein, Lassi und Nutz. Wunderbare Zeit, aber sehr hart. Ja, wir durften auch keine Western sehen, diese blutrünstigen Western, Bonanza, Ponderosa, wie sie alle hießen, diese eigenartigen Familienserien, 4 Hengste und 4 Männer und Weidebart keine Frau. Durften wir nicht sehen. Nein, wir sind dann immer Samstagnachmittags zu den Nachbarskindern gegangen, haben uns im Tal des Todes angesehen. Die Nachbarskinder durften das sehen, die waren nur Realschule. Und mein Vater stand oft mit der Fernsehzeitung direkt vor dem Haus. Der wusste genau, was wir sehen, aber nicht wo. Haben Sie auch erlebt, ja? Und Sie wissen, wenn Kinder sowas sehen, die wollen das nachspielen. Heute am liebsten mit automatischen Waffen. Und wir sind nach Hause, kaum war der Film zu Ende, nach Hause gerannt, hinten rum, den Vater, hinten ins Haus, die Waffen holen, vorne rausgestürmt, dem Vater in die Arme. Hi nun. Ich weiß noch, wie mein Vater die Plastik-Winchester von meinem Bruder genommen hat und hat sie ihm auf dem Hintern zerschlagen. Du wirst dir noch mal Gewaltfilme ansehen. Watsch, watsch, watsch. Ja, mein Vater war Religionslehrer. Schwerpunkt Altes Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Brücke um Brücken. Ja, sehr streng. Wir durften auch nicht hören, was wir wollten. Zum Beispiel Popmusik, Beatles, Rolling Stones, alles verpönt. War nicht möglich. Wir haben oft versucht, den Vater zu überzeugen, wir brauchen doch die Beatles für den Englischunterricht. Wegen der Vokabeln. Wir haben ganze Notenblätter rübergeschoben. Hey Jude, hat er gelesen, was soll denn das? Hey Jude. German misunderstandings of the 60s, excuse me, sir. Ja, okay. Die Kommission schläft nicht, meine Damen und Herren. Wartet noch auf Ihren großen Auftritt. Am besten mal abfilmen, die Leute, genau. Ja. Ja. Jetzt werden Sie durchgerastert. Achtung, jetzt klingeln irgendwo auf der Davidswache alle. Ja,
Wir haben ihn, wir haben ihn. Den Bin Laden von Eimsbüttel. Ja, okay, das ist natürlich jetzt wahnsinnig blöd. Jetzt wieder weg, 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 weg. Sind Sie wahnsinnig? Der Mann geht mir von der Fahne sonst. Nein, meine Damen und Herren, das ist richtig. Also das ist natürlich sehr martialisch, nicht wahr? Jetzt drückt er gleich ab und ich bin weg. Das sind so Angstfantasien. Nein, meine Damen und Herren, die Beatles, ich würde ihn wahnsinnig gerne was von den Beatles spielen, aber der Vater hat es verboten. Und außerdem, Sie kennen meinen Krieg, meinen Kampf, also meinen Kampf gegen die GEMA. Diese GEMA ist doch diese Inkasso-Agentur für Tantiemen, die wollen immer Geld sehen, wenn irgendwo Musik erklingt. Wenn irgendwo ein Cello umfällt, fragen die, wer hat das komponiert? Immer wollen die Geld sehen. Man müsste was spielen können, man müsste was spielen können, dass die nicht gleich erkennen. Also, irgendwas. Bitte? Sie können ruhig was sagen, das Programm hat Workshop-Charakter. Keine Hemmung. Keine Hemmung, wir drehen nicht auf Zelluloid, nein. Ein Lied, zwei, drei wollten Sie rufen. Ich weiß gar nicht, wo Sie sitzen. Sie wünschen sich nichts. Nein, in Ihrem Alter sind Sie glücklich versorgt. Ja. Das sind solche Pointen auf Verdacht, meine Damen und Herren. Einfach, nein, ich würde Ihnen gerne was spielen. Die GEMA ist brutal. Man müsste was spielen können, was Sie nicht gleich erkennt, wo Sie das Geld schon klingeln hört, aber nicht orten kann. So Beatles undercover, würden die verrückt werden. Oktave, absolut GEMA-frei. Gibt's nichts zu holen. Können stundenlang spielen, werden die verrückt. Könnten schon die Beatles sein, oder? Und die Älteren denken eher an ZDF-Magazin? Sind die Beatles. Ich höre sie schon kommen. Da 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 di di, da 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 di 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 di. Wenn Sie es nicht erkennen, erkennst du die GEMA auch nicht. Müssen Sie ja nicht kennen. Lady Madonna. Volkslied, Volkslied. Sieht den Bayern die Lederhosen aus. Man darf bei allem Unfug nicht vergessen, die Beatles sind heute Weltkulturerbe. Die NASA hat das früh erkannt. Und hat die Beatles gemeinsam mit Johann Sebastian Bach ins Weltall geschossen als Kulturbotschafter für fremde, intelligente Kulturen, damit die sehen, was wir drauf haben. Man hat noch eine kleine Formelsammlung dazu gelegt, E gleich MC Quadrat, um Eindruck zu schinden. Ja, wenn so eine Sonde ins Weltall fliegt und eine fremde, intelligente Kultur fängt die ab und liest das E gleich MC Quadrat, denken die, oho, oho, oho. Da fliegen wir mal zur Erde, fragen mal nach. Und landen dann irgendwo im Großraum Hamburg und fragen den erstbesten Hanseaten, wie ist denn das mit der Relativitätstheorie? Und was sagt der Hanseat im gestochenen Hochdeutsch? Der Raum ist gekrümmt und ich fühle mich auch nicht wohl. Die größte gedankliche Leistung des 20. Jahrhunderts und wir verstehen sie nicht. Macht nichts, die Beatles sind ja auch noch unterwegs im Weltall, sorgen für gute Laune. Ich würde ihn sehr gern spielen, was die NASA da hochgeschossen hat, aber dann kommt die GEMA wirklich, dann müssen wir zahlen. Nein, ich müsste es Ihnen höchstens verschlüsselt darbieten, also extrem verschlüsselt, kryptografisch, enigmatisch, also richtig chiffriert. Wenn Sie es erkennen, bitte nicht reagieren, sonst müssen Sie zahlen.
Das ist die pantomimische Verschlüsselung, meine Damen und Herren. Da hat die NSA Schwierigkeiten beim Zuhören.